Herzlich willkommen, Leute, zurück zu Cyberia, und zwar The World Before. Heute ist das Spiel rausgekommen, vor nicht mal 20 Minuten. Ich habe es gerade eben erst hochgeladen und seht es euch an, ist das nicht atmosphärisch? Ich finde es wunderschön. Ja, ich kann es kaum abwarten zu sehen, was uns erwartet. Vor allen Dingen, weil die Erwartungen ja jetzt momentan ziemlich runtergesetzt wurden, weil Cyberia der dritte Teil war nicht so prickelnd, muss ich gestehen. Ich war nicht sehr begeistert davon. Und der vierte Teil, oder besser gesagt dieser Teil, soll das Ganze ja wieder gut machen. Und ich bin mega gespannt, ob es das wert war, dass ich jetzt dieses Spiel geholt habe. Ja, und ich würde sagen, dann starten wir jetzt einfach mal, ne? Los geht's! Frühling 1937, eine junge Frau läuft durch die Straßen von Wagen, die Hauptstadt eines kleinen Staates in Mitteleuropa. Ihr Name ist Dana Rose und sie muss pünktlich zu einem sehr wichtigen Ereignis sein. Aha. Okay, Frühjahr 1937. Na, dann schauen wir uns das mal an. Also sind wir gar nicht Kate jetzt, sondern Dana. In liebevollem Gedenken an Benoit Sokal. Oh, der ist ja verstorben, ne? Der war ja derjenige, der, ja, sich Cyberia ausgedacht hat, ne? Wow. Also die Grafik und das, dieses Flair, ne? Oh, mein Herz. Ich bin begeistert. Wieder diese Steampunk-Atmosphäre, ne? So wie im ersten Teil. Herrlich, herrlich. Oh, ein Automat. Oh, und das ist dann Dana. Okay. Boah, die Grafik, ne? Ich bin das ja schon gar nicht mehr gewohnt. Cyberia, the world before. Es geht also jetzt in diesem Teil mehr um die Vergangenheit von Kate, so wie ich das verstanden habe. Wagen, Wagen. Ah, oh, sie sieht irgendwo süß aus, ne? Die Hauptstadt von Ostertal, Frühjahr 1937. Okay. So, da sind wir auch schon. Mittendrin im Geschehen. Ich muss mich beeilen. Frau Beckmann sagte, sie wartet auf dem Platz am Ende der Hauptstraße auf mich. Am Ende der Hauptstraße. Kann ich eigentlich auch laufen? Oder muss ich jetzt die ganze Zeit gehen? Also sie geht nämlich sehr, sehr langsam. Oh, eine Bäckerei. Oh, kann man sich das ein bisschen... Heute ist der große Tag. Was, Dana? Ich fürchte, ja, Herr Baumgartner. Oh, man kann sich das anschauen? Herrn Baumgartners Bäckerei. Normalerweise liebe ich sein Gebäck, wie jeder an der Akademie. Aber heute bin ich viel zu nervös für Strudel. Sie werden unsere Ohren sich in höchstem Maße erfreuen. Ach, süß. Okay, aber ich finde das schon schön, dass im Grunde diese Option jetzt aus dem letzten Teil, diese Kameraperspektive, dass man sich Sachen genauer anschauen kann, dass das hier auch so gemacht wurde. Finde ich gar nicht so schlecht. Nur dieses langsame Gehen nervt mich ein bisschen. Kann man eigentlich noch irgendwas... Ich schaue gerade. Ach so, da kann ich sehen, wenn ich nach unten drücke, das Ziel. Und nach oben. Ich muss mich beeilen. Frau Beckmann sagte, sie wartet auf dem Platz am Ende der Hauptstraße auf mich. Okay. Sind das ihre Gedanken oder was? Okay, eine Postkarte. Wagen, das schlagende Herz Europas.
Okay. Also man konnte sich jetzt einfach nur die Postkarte anschauen und mehr nicht. Okay, gut, gut. Komm, Mädel, kannst du laufen irgendwie? Laufen? Nein, nicht laufen? Okay. Oh. Wahrscheinlich, damit man hier die ganze Atmosphäre genießen kann, nicht wahr? Ich bin wieder leicht paranoid, weil ich dummerweise meine Waschmaschine... Ach, Waschmaschine sag ich schon. Meine Spülmaschine angemacht habe und die ist ziemlich laut. Ich hoffe, ihr hört sie nicht. Sorry, Leute. Offenbar sind alle eilig aufgebrochen. Oh mein Gott, sie warten wohl alle auf dem Platz auf mich. Oh, ehrlich, so atmosphärisch das Ganze. Ich liebe es. Also bis jetzt, das, was ich sehe, gefällt mir sehr. Außer, dass sie etwas langsam geht. Ich bin gespannt, ob das hier auch ruckelfrei... Wow. Nebenziele? Im Verlauf ihres Abenteuers erhalten sie gelegentlich Nebenziele. Sie müssen diese Ziele nicht erfüllen. Tun sie es jedoch, führen sie sie zu interessanten Zusatzinhalten und Hintergrundinformationen. Achtung, aktive Nebenziele werden gestrichen, wenn sie dem Handlungsverlauf weiter folgen, ohne sie zu erfüllen. Passen Sie also auf und zögern Sie nicht, auch abseits der ausgetretenen Pfade nachzuforschen. Leute, ich finde das wundervoll. Ich liebe Nebenziele. Vor allen Dingen, wenn es nicht dieses hirnlose Hin- und Herrennen von Quests ist, sondern tatsächlich, wenn wir wirklich Hintergrundinformationen und interessante Zusatzinhalte hier noch bekommen können. Oh, ich bin dafür. Ich will jedes einzelne Nebenziel erfüllen. Ich sehe es jetzt schon. Okay. Dann würde ich sagen, können wir das jetzt irgendwie... Ah, ich muss das halten, um zu überspringen. Alles klar. Das Ghetto aufsuchen? Ist das die Nebenquest? Dann wollen wir mal ins Ghetto. Hm, gar nicht so schlecht. Schönes Aber Ding. Ob Papa das in seinem Laden verkaufen würde? Ach, ihr Vater verkauft Kunst. So, so. Wo ist das Ghetto? Wir gehen auf keinen Fall... Oh, ich kann jetzt auf einmal laufen. Warum konnte ich das vorher nicht? Kann mir das einer sagen? Und die Blümchen hier. Oh, schaut euch das an. Also von dieser Welt bin ich ja schon mal begeistert. Und Leute, schaut mal, wie sie die Treppen läuft. Sie läuft sie ganz normal. Als wenn sie einfach auf dem Boden laufen würde. Wisst ihr noch, wie Kate immer die Treppen hoch und runter gegangen ist? Sie hat immer vorher gestockt. Das hat mich immer ein bisschen genervt. Und jetzt läuft es flüssig. Und sie läuft sogar recht mehr oder weniger realistisch. Gut. Ist das jetzt Richtung Ghetto? Sieht schon nach Richtung Ghetto aus, ne? Gute Güte. Ein Stein? Oh. Oh nein. Vandal. Oha. Alles in Ordnung? Das ist nicht der Rede wert. Was mich sorgt, es wird täglich schlimmer. Das sagt mein Vater auch. Nun ja, hä? Man muss immer das Positive sehen. Wenigstens kann ich jetzt ein paar Reparaturen durchführen, die ich schon länger aufschiebe. Wissen Sie, wer das getan hat? Ich habe so eine Ahnung. Verbrecherische Taugenichtse. Ich verstehe, aber Sie fühlen sich nur groß und stark, wenn Sie zu mehreren sind. Stimmt. Doch sind solche Leute gefährlich, wenn sie von einer Ideologie angetrieben werden. Besonders, wenn diese auf Hass und der Ablehnung anderer Kulturen basiert. Oha. Und sie haben für Vageraner nichts übrig. So viel ist sicher. Oh, hat das jetzt mit Nazis zu tun? Also der Zeitraum passt ja, ne? Ich bin auch Vageraner, das tut mir leid. Ach, ist sie das auch? Wahrscheinlich, ne? Sonst wäre ja diese Option nicht. Sagen wir das mal. Meine Eltern und ich sind Vageraner. Nun, in diesem Fall wünsche ich Ihnen alles Gute. Nett von ihm. Schwierige Zeiten sind das, junge Dame. Für Leute wie uns. Oh, okay. Genug von dieser Trübsal. Ah. Ich sehe, Sie haben da einen hübschen Instrumentenkoffer bei sich. Sind Sie die glückliche junge Dame, die dieses Jahr unsere Ohren bezaubern wird? Stimmt. Und ich muss los. Es ist schon Zeit. Nun, dann lassen Sie mich Ihnen als Erster gratulieren. Musik ist eines der wenigen Vergnügen, die uns heute geblieben sind. Also, ich danke Ihnen, Fräulein. Oh. Danke, dass Sie sie lebendig halten. Würden Sie mir die Ehre erweisen, etwas in den Zement zu schreiben, bevor Sie gehen? Ach, wow. Ich,
Ich schreibe das Datum dazu, wie sie es in Hollywood machen. Süß. Das ist heutzutage der letzte Schrei, wissen Sie? Also ich... Oder fürchten Sie, dass Sie dann zu spät kommen? Ein Bassschlüssel? Ein Wagener Schwan? Meine Initialen. Boah, das ist jetzt schwer. Weil ich mache mir Sorgen, wenn wir jetzt diesen Wagener Schwan nehmen. Das wäre ja eigentlich ganz schön, aber... Wäre das nicht kontraproduktiv? Der wird jetzt schon so schlecht behandelt, wenn er noch das Symbol ihres Volkes da reinmacht. Wird das nicht noch schlimmer? Ein Bassschlüssel ist zwar auch schön, aber Initialen. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber ich würde doch eher den Schwan. Ich meine, Sie wissen ja sowieso, dass er ein Wagner ist, ne? Dann machen wir das einfach. In Ordnung. Ich tu's. Ich finde, ein Schwan ist einfach auch so elegant. Und ja, soll sie mal einfach machen. Ich hoffe, sie kann gut zeichnen. Ah, wie reizend. Der große, weiße Schwan von Wagen. Das unsterbliche Symbol unserer schönen Stadt. Ach, süß. In der Tat, eine wirklich ausgezeichnete Inschrift. Und eine, die zweifellos noch viele Jahre hier erhalten bleiben wird, was auch immer... aus uns werden mag. Ob das später in der Geschichte Danke, wieder aufgegriffen Herr. Wird? Ich sollte jetzt wirklich gehen, wenn ich nicht zu spät zur Musikakademie kommen will. Ich höre von hier aus zu. Danke, auf Wiedersehen. Was ist das? Was bringt es, Bücher zu beschädigen? Ja, das ist stimmt. Eine Schande. Dasselbe ist letzten Monat mit dem Laden von Papas Freund Herrn Zimmer passiert. Okay. Sorry, Leute, ich habe hier gerade eine Mücke, die an mir vorbeigeflogen ist. Was ist los heute? Okay, gut. Oh, hier ist auch noch was. Selbst wenn mein Konzert ein Fiasko wird, habe ich jetzt wenigstens eine Spur für die Nachwelt hinterlassen. No. Ach komm, das Konzert wird bestimmt schön. Okay. Laufen wir weiter. Ah, die Nebenquest ist jetzt weg, ne? Das war wohl die... Nebenquest. Aber ich fand das voll gut. Man hat wirklich was dazu erfahren. Das Ghetto. Mama und Papa sprechen oft davon, wenn sie glauben, dass ich nicht zuhöre. Sie sagen, dass immer mehr Wagaraner gezwungen werden, hier zu leben. Wie auch immer, ich sollte hier nicht rumtrödeln, sonst komme ich noch zu spät zum Platz. Okay. Ach so, jetzt steht es da, das Ghetto untersuchen. Das wurde jetzt... erledigt. Hier gibt es sonst auch nichts, ne? Obwohl, meine Paranoia, ich muss noch einmal hier kurz eine Runde drehen, dass ich auch wirklich nichts ausgelassen habe. Na komm schon, Dana. Ich wollte sie gerade eben schon Kate nennen. nein, aber wir spielen mit Dana. Das haben wir... Das Ghetto. Sorry. Papa sprechen oft davon, wenn sie glauben, dass ich nicht zuhöre. Ich sehe schon ein Manko, man kann keine Aktion abbrechen. Wie auch immer, ich sollte hier nicht rumtrödeln, sonst komme ich noch zu spät zum Platz. Sorry. Dana, mach hinne. So. Zack. Oh, die Uhr. Ist es schon so spät? Frau Beckmann bringt mich um, wenn ich nicht pünktlich auf dem Platz erscheine. Ach, ich kann mich hier noch umsehen. Hä? Noch ein Uhrmacher? Okay. Diese verfluchten Wagaraner! Wow. Okay. Nett, die Leute hier. Die nationalsozialistische Tatsächlich. Partei von Ostertal. Ich glaube, das sind die, die Papa braune Schatten nennt. Laut ihm sind sie nichts als Halbstarke in Uniform. Hier bleibe ich besser nicht. Okay. Also ist das tatsächlich bezugnehmend auf die Nazis und die Zeit. Krass. Ernstes Thema, muss man sagen. Schau, das muss sie sein. Gute Güte. Wow. Oh, der
Platz sieht auch schick aus. Also mein Guten Tag, Frau Beckmann. Ah, Fräulein Rose, da sind Sie ja. Rose? Noch ein paar Minuten und Sie wären zu spät gekommen. Bitte entschuldigen Sie, Frau Beckmann, ich wurde unterwegs aufgehalten. Dürfte ich Ihren Aufnahmebescheid haben? Oh, haben wir einen Aufnahmebescheid? Ach so, okay. Das sind die Noten. Das ist der Aufnahmebescheid. Danke, Fräulein Rose. Also, denken Sie daran. Beim jährlichen Frühjahrskonzert aufzutreten ist eine große Ehre und eine Belohnung für die beste Studentin der Musikakademie. Mhm. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich als würdig erweisen. Gebe mein Bestes, Frau Beckmann. Das Klavier steht bereit. Oh. Dieser Moment gehört Ihnen, Dana Rose. Oh, ich bin so gespannt. Wow. Also ich liebe es, ehrlich. Also das finde ich so, so schön. Mein Lieblingswort, das kennt ihr ja schon. Okay, sag mir bitte nur nicht, dass wir jetzt spielen müssen. Ich will es einfach nur genießen, ja? Oh nein. Okay, gut, das haben wir ja soweit verstanden. Achso, ich muss wieder lange drücken. Nutzen Sie den rechten Stick, um sich umzusehen. Das Klavier vorbereiten. Wow. Ist das so eine Miniaturstadt? Und da die Uhr. Mm. I love it. Was haben wir da? Ah, damit geht das wohl an. Okay. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie mit dem gewählten Objekt etwas tun können. Halten Sie dann R2 gedrückt, während Sie den linken Stick... Ah, okay. Verstanden. Also muss ich da drauf. Zack. Ah, sorry. Und dann runter. Alles ist bereit. Ich muss nur noch meine Noten herrichten und anfangen. Die Noten, okay. Das waren die Noten. Und lasst uns die Show genießen. Oh nein, bitte sag nicht, dass ich jetzt spielen muss, bitte. Okay. Oh, die Automaten.
kurz vor drei. Leute, war das nicht Hammer? Ich fand das so schön. Ich kriege immer so ein bisschen Gänsehaut bei solchen Szenen. So, Gebiet Eiserne Tiger, Salzbergwerk, Winter 2004? Kriegen wir jetzt endlich Kate zu sehen? Kann sehr gut sein, ne? Weil sie ist ja jetzt im letzten Teil gefangen genommen worden. Wer ist das? Warte mal. Das Muttermal. Sag mir bitte nicht, dass das Kate ist. Aha, Leute! Ich will nicht! Okay, nur Moment. Tagebuch. Sie können in Ihrem Tagebuch Notizen über vergangene Ereignisse nachlesen. Über das Tagebuch haben Sie auch Zugriff auf Ihre Ziele und die Dokumente in Ihrem Inventar. Drücken Sie, um es zu öffnen. Okay, alles klar. Leute. Leute. Das hier. Das ist unsere Kate. Unsere schöne, weibliche Kate. Was ist mit ihr passiert? Wo sind ihre Haare geblieben? Also, ich bin zwiegespalten. Also, ich weiß, die Meinungen werden wahrscheinlich sehr stark auseinandergehen. Aber das sieht mir nicht nach unserer süßen, naiven Kate aus. Aber okay. Gut, schauen wir uns das Ganze erstmal an. Ich will nicht schon meckern, bevor es angefangen hat, ne? Also, okay. Was geht hier ab? Wo hat sie auch diese Lederjacke her? Oder ist das ihre Jacke und sie ist nur so... Gott, noch ein Tag Schwerstarbeit. Was machst du jetzt bloß, Kate? Himmel, ich kann nicht glauben, dass es schon fast ein Jahr her ist, dass die Miliz mich hierher gebracht hat. Ein Jahr? Muss hier raus, muss weg. Wohin auch immer. Aber wie? Keine Nachrichten von draußen, nichts. Okay. Weiß überhaupt jemand von mir? Herrgott, irgendwer muss doch nach mir suchen, oder nicht? Irgendwer? Okay. Obwohl, doch jetzt erkennt man Kate wieder, finde ich. Die Art, wie sie denkt. Also das finde ich gar nicht so schlecht. Und auch hier, seht euch das an, man kann das einfach so weiterspielen lassen, diese verschiedenen Perspektivwechsel, bis man selber auf Weiter drückt. Das mag ich. Das erinnert mich ein bisschen an Life is Strange. Da wurde das auch so gemacht, ne? So verschiedene Perspektiven, dass man wirklich den Moment genießen kann. Also top, ehrlich. Okay, was müssen wir machen? Mit Katjuscha reden? Warte mal, das ist Kate, nicht wahr? Und das da hinten ist Katjuscha? Doppelt gemoppelt hier und auch noch die gleiche Frisur? Okay, aber gut. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um, bevor wir... Oh, was ist das? Verhaltensregeln, können wir das lesen? Zellabschnitt 3, Zellnummer 31, Insassen, Katjuscha... Spiridonova Kate Walker, Sektionsleiter Simona Kalinina. Verhaltensregeln. Die dem Team zugewiesene Farbe muss stets sichtbar getragen werden, sowohl außerhalb der Zelle als auch darin. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Deswegen wahrscheinlich dieses Kreuz hinten auf ihrem Rücken, das Blaue. Das ist wahrscheinlich ihre zugewiesene Farbe, gehe ich davon aus. Hat deswegen die andere blaue Haare? Ich weiß es nicht. Okay, zweitens. Die Salzabbauquote muss jeden Tag erfüllt werden. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Also müssen wir hier Salz abbauen? Warum? Wird Salz in Höhlen abgebaut? Habe ich eine Wissenslücke? Ich dachte immer, man nimmt mehr Salz. Aber okay, okay, meine Wissenslücke. Funde von Elfenbein und oder patriotischen Relikten müssen sofort einem Betriebsangehörigen gemeldet werden. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Elfenbein? Findet man das auch in solchen? Naja, okay. Und patriotische Relikte? In einem Salzabbauwerk? Okay.
Viertens, sie müssen den Leiter ihres Abschnitts sowie sämtliche Betriebsangehörigen respektieren und ihnen gehorchen. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Essen und Ruhepausen sind Privilegien. Sie haben kein Anrecht darauf. Jeder Missbrauch dieser Privilegien wird als Zuwiderhandlung betrachtet. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Die dürfen nicht essen? Sechstens, jede Zelle erhält das Privileg von 5 Litern Wasser am Tag. Jeder Missbrauch dieses Privilegs wird als Zuwiderhandlung betrachtet. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Ah, die meinen wahrscheinlich so extra Essen und extra Pausen sind Privilegien. Ich glaube nicht, dass die hier kein Essen bekommen, sonst wären die ja schon längst tot, ne? Okay. Gut, interessant, interessant. Mal schauen, was wir hier noch finden. Hier steht ein Klo, also Privatsphäre ist hier nicht so ihr Ding. Was haben wir hier? Oh. Objekte von jedem Blickwinkel aus zu untersuchen, gibt ihnen nützliche Informationen über deren Ursprung oder Zweck. Mit dem rechten Stick wird das Objekt gedreht und der Cursor wird mit dem linken Stick bewegt, um interessante Bereiche auszuwählen. Okay. Aha, Katjuschas Plektrum. Ach, hat sie wahrscheinlich Elektro-Gitarre oder so gespielt. Oh, wow, herrlich. Katjuschas Punkband. Ach, Punkband. Die hätte ich furchtbar gern mal gesehen. Ja, das wäre lustig. Also es wäre schon lustig, wenn man tatsächlich hier eine Punkband sehen würde, ne? Es wäre mal was anderes. Puschkins Gedicht. Aha, in der Tiefe sibirischer Erze. Bewahrt Geduld, seid stolz und klug. Euer Werk, das Schicksalsschwere, wird wachsen im Gedankenflug. Des Unglücks treu ergebene Schwester. Die Hoffnung weckt im finsteren Schacht den Mut, die Fröhlichkeit, bis letztlich die lang ersehnte Zeit erwacht. Die Liebe und die Freundschaft ringen, obwohl ihr eingekerkert seid, zu eurer schweren Zwangsarbeit, wie jetzt nur meine freie Stimme. Die Kette, die den Fuß beschwert, wird brechen, wie des Kerkers Schranken, die Freiheit euch am Tor empfangen und Brüder reichen euch das Schwert. Aha, interessant. Gut, gibt es hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nur das Gedicht. Nein, okay, zurück. Gut, gut. Ups, nein. So, gibt es denn hier noch was? Nur die eine Katjuscha. Was haben wir da? Ich mache mich besser fertig und schaue nach, wie es Katjuscha geht. Okay. Meine Sachen hole ich später. Alles klar. Ach, besser schnell fertig machen. Simona ist nicht die schlimmste Wache, aber ich sollte sie nicht verärgern. Gut, wie machen wir uns denn fertig? Ich dachte, ich hätte schon die Runde gedreht. Ich weiß wo. Wahrscheinlich hier Gesicht waschen oder so, ne? Nein, geht nicht. What? Fängt ja gut an. Nein. Nein, ich habe es hier schon genossen. Wir können weitermachen. So, ach, sehr gut, man konnte abbrechen. Gut, versuchen wir jetzt erstmal mit Katjuscha zu reden. Gut geschlafen? Wie ein Bär. Ja, habe ich gehört. Mach dich fertig, Katjuscha. Ich fühle mich, als wäre ein Panzer über mich drüber gefahren. Ja, das glaube ich. Also, ich bin überrascht, was für eine hohe Stimme diese Katjuscha hat. Dafür, dass sie so hart rüberkommen soll. Interessant. Alles gut? Klar. 12 Stunden am Tag im Salzbergwerk graben, in der Hoffnung, ein Stück Elfenbein zu finden. Könnte nicht besser gehen. Lass dich nicht runterziehen. Ach so, die versuchen hier gar nicht Salz zu... Vielleicht bin ich dumm, Kate. Vielleicht hatte meine Familie recht. Wenn ich wie eine brave kleine Bäuerin die Füße stillgehalten hätte, anstatt eine Punkband gegen das Establishment zu gründen, wäre ich jetzt nicht hier. Oh. Sie wurde eingesperrt, weil sie eine Punkband gegründet hat? Aber ich bin froh, dass ich dich habe. Okay. Hey, Katjuscha, wir kommen hier raus, okay? Sicher doch, wenn du das sagst. Bitter. Ja, die Arme. Was wollte ich vorhin noch sagen? Oh, und wieder diese Perspektivwechsel. Gefällt mir. Okay, machen wir erstmal weiter. Heute ist der Tag, an dem wir Steuern C von Team Orange übernehmen sollen, oder? Hör bloß auf. Da soll's echt hart sein. Isoliert und ohne Rettungsteam in der Nähe. Das ist völlig irre, weil der Stollen total einsturzgefährdet ist. Alles klar. Genau, das fiel mir wieder ein. Die bauen hier gar kein Salz ab, sondern die suchen nach Elfenbein. Das heißt, ich habe mich geirrt mit dem Salz. Wir sollten uns aufmachen, Katjuscha. Ich meine,
Was, wenn die Wache uns beim Rumtrödeln erwischt, wo wir doch bereit sein sollten? Wer? Simona? Sie ist keine Heilige, aber auch nicht die Schlimmste hier. Stimmt. Keine Sorge, ich bin gleich fertig. Ich will mich nur so lange wie möglich ausruhen. Oh ja. Aber ich komme immer... Katjuscha. Mach dich bereit. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Okay. Wie Kate aussieht. Minuten, mehr nicht. Da. Da. Süß. Okay, ja. So, für die Arbeit bereit machen. Achso, jetzt kann sie hier frisch machen. Ein bisschen Gesicht waschen. Nochmal Gesicht waschen. Wie lange darf ich das machen? Achso, okay. Ich dachte, ich kann das nonstop machen. Oh, da ist schon die eine. Die Wache. Vergiss bloß nicht deinen Glücksbringer. Ich hab dich noch nie ohne ihn gesehen. Alles, was mir geblieben ist. Oh, ist da... Ah, das ist Oscars Herz. Wir haben wieder Oscars Herz hier. Oh, wie cool. Oh, das ist schön. Das heißt, wir haben sehr gute Chancen, dass wir Oscar wiedersehen. Oh, ich freue mich. Das ist was Positives. Darin sind alle Daten von Oscar enthalten. Genau. Ich hatte das Glück, es dem Soldaten entwenden zu können, der es von der Grenze zwischen Baranur und Jakastan mitgenommen hat. Ich muss nur einen passenden Körper dafür finden. Falls ich jemals hier rauskomme. Natürlich kommst du hier raus, sonst könnten wir das jetzt nicht sehen, ne? Okay. Inventar hinzugefügt, Tagebuch. Keine Sorge. Bis Simona auftaucht, bin ich fertig. Alles klar. Sonst haben wir uns hier ja schon alles angeschaut. Das müssen wir nicht mehr nochmal sehen, oder? Oder? Nochmal untersuchen? Hier ist noch was drin, oder nicht? Was ist das hier? Ach so, das ist nur ein Nagel. Ich dachte, das wäre noch so ein Punkt. Das haben wir gelesen. Nee, also... Tatsächlich sind wir hier so weit durch. Das können wir mitnehmen. Bin froh, dass du hier bist. Bleiben wir zusammen, Katjuscha, okay? Team Blau! Ja, tatsächlich Team Blau. Hey, also hatte ich recht. Wie passt es da? Mit der Farbe. Für dich, Amerikanska. Amerikanska. Wir bedanken uns, wir sind höflich. Danke. Nicht trödeln, klar? Du hast 5 Minuten, um nachzusehen, was da drin ist. Oder jemand weniger Freundliches holt euch ab. Mhm. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Oh, hey, ist das nicht der Schwan von Wagen? Das ist eine Spieluhr? Die gehört meiner Mutter. Ich habe damit gespielt, als ich noch klein war. Okay. Was ist das? Ein Flugticket. Ja, ganz bestimmt kommen wir hier raus und fliegen dann wieder zurück, nicht wahr? Ein Flugticket nach New York. Oh, sehr schön. Also hat die Mutter die Hoffnung nie aufgegeben, dass sie irgendwann zurückkommt. Aber was ist das? Olivia Foster, New York. Olivia, ist das nicht ihre Freundin? Das kann sie mir nach dem Streit, als ich mit Hans weggegangen bin, geschickt haben. Ist das nicht die, die sie betrogen hat mit ihrem Freund? Oder war das eine andere? Ich glaube, das war sie, oder? Komisch. Was? August 23, 2003. Liebe Kate, wo immer du jetzt bist, ich hoffe, dass dieser Brief, auch wenn er traurige Neuigkeiten bringt, dich rechtzeitig erreicht, damit du Vorbereitungen treffen kannst, um nach New York zurückzukehren. Was? Ist was passiert? Deine Mutter Sarah Walker ist letzte Nacht im Mount Sinai Hospital verstorben. Oh, die Mutter ist gestorben. Es ging ihr schon einige Monate nicht gut.
und ihr Tod war zweifellos eine Erlösung. Aua. Die Beerdigung findet nächste Woche Donnerstag statt. Wir haben die Zeremonie hinausgeschoben, damit du bei uns sein kannst. Wenn ich mich nicht irre, bedeutet deine Rückkehr in die Vereinigten Staaten, dass du riskierst, dich vor Gericht verantworten zu müssen. Manchmal ist es besser, seine Schulden bei der Gesellschaft zu bezahlen, anstatt für immer davor zu flüchten. Autsch, das ist bitter. Und lass doch nur einmal diese sinnlosen Abenteuerallüren sein. Sie haben dich bereits deine Freunde und deine Familie gekostet. Ich flehe dich an, Kate. Bitte, komm zurück und nimm von deiner Mutter Abschied. Ruf mich an, damit wir deine Rückkehr zu den bestmöglichen Bedingungen organisieren können. Ich habe dir den Anhänger deiner Mutter beigelegt. Sie hat gesagt, dass du das Geheimnis seiner Melodie früher geliebt hast. Ich habe ihr versprochen, dass ich es dir schicke. Ruf mich an, um unserer Freundschaft willen, was immer davon noch übrig ist. Olivia, 212-359-1519. Ja, wobei, Olivia, Entschuldigung, du bist mit ihrem Verlobten durchgebrannt. Welche Freundschaft! Aber ich will ja nicht so sein, ne? Oh, jetzt geht's wieder weiter gut hier. Gut gemacht, Dana, mein Liebes. Ich bin so stolz auf dein Konzert auf dem Platz bei der Musikakademie. Wir müssen einen hübschen Rahmen für dein Diplom finden. Danke, Mutter. Sobald du dein Studium an der Akademie nächstes Jahr abgeschlossen hast, solltest du deine Ausbildung am Konservatorium in Paris fortsetzen können. Nicht wahr, Anton? Natürlich, natürlich. Dann, mein Schatz, wirst du eine große Konzertpianistin. Du machst uns so stolz, nicht wahr, Anton? Natürlich, natürlich. Oh, so süß. Stolz. Ich will nicht hier weg, ich kann es kaum erwarten. Ich denke, es ist das. Ich kann es kaum erwarten, das Konservatorium zu sehen, auch wenn ich euch beide sehr vermissen werde. Und vielleicht ist es keine so schlechte Idee, wenn du aus Wagen fortgehst. Die Zeiten sind momentan schwer für Leute wie uns. Oh. Ich mache mir immer noch Sorgen um deine Gesundheit. Zum Glück hat Herr Gustav sich bereit erklärt, dich diesen Sommer in der Berghütte aufzunehmen. Oh ja. Die Bergluft dort wird dir unglaublich gut tun, mein Liebes. Übrigens, hast du Herrn Gustav schon geschrieben, um dich zu bedanken? Also ich war sehr beschäftigt damit, für das Konzert zu üben. Der Herr bietet dir eine Anstellung an, Dana. Ihm zu danken ist ja wohl das Mindeste. Ja, Mutter, ich mache es jetzt gleich. Aha. Okay, super. Okay, Leute, ich würde an dieser Stelle jetzt einmal einen Cut machen. Weil ich will die Folge so schnell es geht hochladen. Das Spiel ist erst vor einer Stunde rausgekommen und ich werde sofort die erste Episode hochladen. Ich werde versuchen, auch wirklich tägliche Uploads zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich das so hinbekomme, aber ich versuche es auf jeden Fall. Ja, wenn man sich jetzt so den Anfang anschaut, also die Geschichte mit Dana liebe ich jetzt schon. Vor allen Dingen die Atmosphäre. Ich liebe es. Also mit dem Steampunk-Stil. Das hat wieder das getroffen, was ich an Cyberia einfach immer so geliebt habe. Die neue Kate ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich halte mich da erstmal zurück und beobachte das Ganze und werde meine Meinung dann später mitteilen, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt. Genau. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Also ich freue mich sehr über Kommentare und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.